Notaufnahme der Klinik am Südring. Der nächste Patient für den diensthabenden Arzt Dr. Jochen Kleinroth ist nach einer plötzlichen Schmerzattacke verunglückt. Die Ursache für seine Beschwerden soll noch alle überraschen. Julie, können Sie kurz aufstehen und sich hier rübersetzen? Mein Name ist Dr. Kleinroth. Sie sind Herr? Das ist der Heiko, das ist mein Bruder Heiko Peters. Heiko Peters, Sie sind die Schwester. Was ist passiert? Ich war mit ihm zu Hause verabredet und ich habe geklingelt und er machte die Tür nicht auf. Ich habe einen Zweitschlüssel und ich bin reingegangen und sehe ihn im Bad auf dem Boden hängen, total zusammengekauert. Er stammelt nur Kopf, Kopf und ich habe ihn direkt gepackt und hier hingebracht. Was soll ich machen? Gestürzt. Gut, ich hole mir gerade Untersuchungshandschuhe und dann schaue ich mir gleich an. Gut. Die helfen dir hier. Sind irgendwelche Krankheiten bekannt bei ihm? Nee. Medikamente oder so? Nein. Und er ist allein zu Hause, ist gestürzt. Heiko, kannst du irgendwas dazu sagen? Mach dich vielleicht an die Ecke, dann kann ich ihn untersuchen besser. Bad auffällen, kriegt die Kopfschmerzen und Gleichgewicht verloren und dann am Boden aufgeschlagen. Okay, also erst die Schmerzen, dann der Sturz. Ja. Aus welcher Höhe? Standen Sie auf der Leiter, auf dem Stuhl? Auf der Badewannenkante. Unabgesichert, okay. Und dieses ganze Blut da unten auf dem Boden und... Ich möchte erstmal die Pupillen anschauen. Machen Sie kurz die Augen auf, es leuchtet. Können wir direkt einen Zugang legen? Ich denke, ja, sicherheitshalber. Und im Notfalllabor. Und im Moment haben Sie starke Schmerzen noch? Ja, Moment, ja. Von der Beweglichkeit her können Sie das Kinn auf die Brust. Das geht. Okay. Das geht ohne Schmerzen. Zu drehen. Und wo tut das jetzt genau weh? Ich rufe ganz mit. Kopfschmerzen können eine ganz unterschiedliche Reihe von Ursachen haben, sodass man in erster Linie schaut, wo der Kopfschmerz lokalisiert ist. Ist er beidseitig, einseitig, eher im vorderen Stirnbereich, betrifft das den gesamten Kopf, und auch wie das Muster ist von dem zeitlichen Auftreten. Beispielsweise jetzt einen Migräne-Kopfschmerz von einem Cluster-Kopfschmerz oder anderen Problemen abzugrenzen. Auf welcher Seite sagten Sie, sind die Schmerzen? Ja, im ganz mittleren Bereich vor allem. Und die Schmerzen sind wann erstmalig aufgetreten? Seit gut einer Woche. Seit einer Woche. Mal sind sie da, dann sind sie wieder weg und dann kommen sie relativ stark. Und immer auf Ihrer linken Seite? Nein, ja, so Mitte. Und immer vorne im Stirnbereich? Ja, richtig. Okay. Sind Sie gestürzt vorher schon? Nein, gar nicht. Sonst irgendwelche Beschwerden? Jetzt, Schnupfen, Husten, Erkältungszeichen, Fieber? Ja, so läuft ein bisschen, sonst aber auch nichts. Seit einer Woche? Ja, seit gut einer Woche. Gut. Wir haben aber auch jetzt so in der Familie keinen, der irgendwie mit Kopfschmerzen oder sowas Probleme hätte. Also er klagt wirklich seit einer Woche über diesen starken Schmerz. Also ganz normal, also nichts, was bekannt ist, also irgendwie Cluster-Kopfschmerzen, sowas wie immer. Sogenannte Cluster-Kopfschmerzen treten bei den betroffenen Patienten regelmäßig auf, können sehr einschränkend sein, es sind sehr starke Schmerzen. In den allermeisten Fällen sind sie strikt einseitig, können auch mit Begleitbeschwerden einhergehen, wie jetzt einem geröteten Augen, Tränenfluss. Und die Leute können dadurch so arg beeinträchtigt sein, dass sie wirklich am normalen Alltag nicht mehr teilnehmen können. Aber wenn die einmal abgeklärt sind, kennen meist die Betroffenen ihre Schmerzen und wissen, dass es ein Cluster-Kopfschmerz ist. Und den versucht man dann entsprechend mit Medikamenten einzustellen. Und die Nase, genau, die läuft ein bisschen? Ja. Auch nur das eine Nasenloch, interessant? Ja, okay. Aber die starken Schmerzen, gucken wir noch, jetzt so ganz in Ordnung, scheint er auch nicht. Ich würde sicherheitshalber gerne eine Bildgebung haben. Ja. Infusionskanüle haben wir. Wie geht's im Moment mit den Schmerzen? Das lässt jetzt langsam nach. Okay, gut. Dann warten wir ab. Blut kriegen wir. Und ist schon unterwegs. Also, wenn ich ehrlich bin, ich war ja bei Heiko zu Hause gewesen. Wir hatten uns verabredet, um seine Wohnung mal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ja. Ich muss dazu sagen, seine Frau hat ihn vor einem Jahr verlassen und seitdem lässt er sich total gehen. Ja? Er war früher so adrett gekleidet, die Wohnung war akkurat aufgeräumt und jetzt ist es echt wie in einer Müllhalde da. Heiko, hier, sorry, wenn ich das so... Doch, es ist wirklich so. Es sieht bei dir aus, es ist fürchterlich. Ich versuche dir immer wieder irgendwie so ein bisschen Hilfestellung zu geben, aber du willst einfach keine Hilfe annehmen und ich schaff's auch nicht allein. Und wenn Sie diese Wohnung sehen, das ist so, so schlimm. Das ist in allen Zimmern. Es häuft sich der Müll von Pizzakartons über Müllbeutel und ich hatte schon mal über therapeutische Hilfe nachgedacht. Das lehnt er kategorisch ab. Bei dem Patienten bestand sicherlich zusätzlich eine psychische Komponente durch das Verlassensein seiner Ehefrau, durch die entsprechenden desolaten Verhältnisse zu Hause.
klar kann, können psychische Probleme auch mal Schmerzen mit verschlechtern oder mit Psychosomatik begünstigen. Aber dazu hat das Krankheitsbild in dem Fall nicht ganz gepasst. Im Moment würde ich mich aber erstmal auf das Problem mit den starken Schmerzen kümmern. Dass wir das abklären und alles weitere müssen wir erstmal hinten anstellen. Schmerzmittel noch? Schmerzmittel. Genau. Was haben wir hier? Nimm nur noch ein Sulfon. Kannst du direkt reinspritzen in die Infusion. Zeigen Sie mal die Hand. Drücken Sie mal beide Hände fest zusammen. Das geht auch gut. Okay. Und hier das rechte Bein mal anheben. 5 Sekunden halten. 4, 3, 2, 1. Gut, das linke anheben. 5, 4, 3, 2, 1, gut. Sonst irgendwelche Ausfallserscheinungen, irgendwelche Probleme? Nein. Erstmal nicht. Okay, gut. Puls 98, Sättigung ist auch in Ordnung. Fein. Wir machen jetzt eine Computertomographie. Die sind soweit bereit. Warten, du bringst ihn rüber? Ich bringe ihn rüber. Dann. Und ich begleite Sie, wenn ich wieder zu ihm darf. Ich begleite Sie vorne in den Wartebereich, stelle noch 2, 3 Fragen und dann sehen wir weiter. Gisela, fährst du mal mit zum CT? Im Nachhinein war ich froh, dass ich doch zu einer Bildgebung geraten hatte, beziehungsweise diese veranlasst hatte. Denn was wir da gefunden hatten, das haben wir hier im Krankenhaus noch nicht gesehen gehabt. Ah ja, schön, haben wir schon die Bilder da. Fein. Sehr gut. Mein Bruder, der hat vorhin, Sie haben gesagt, er bekommt irgendwelche Bilder. Genau, die haben wir jetzt da, habe ich gerade abgeholt. Er wird schon vorne, sehe ich, gerade reingefahren. Kommen Sie am besten gerade mit, dann können wir uns die Bilder gemeinsam angucken und es dann besprechen zusammen. Okay. Heiko. Wie geht's? Kopfschmerzen gebessert? Okay, genau, Infusion, lass weiter laufen. Gut, also wir haben die Ergebnisse zurück schon von der Computertomographie. Die ersten Bilder habe ich eingespielt bekommen. Gute Nachricht, also durch den Sturz hat er jetzt keine knöcherne Verletzung. Er hat keine Blutung im Gehirn. Was wir aber gefunden haben, ist eine mögliche Erklärung für die Beschwerden, die Kopfschmerzen und das Nasenlaufen. Die eine Stirnhöhle, die ist nicht ganz frei. Das scheint aber auch sich nicht nur um eine normale, banale Stirnhöhlenentzündung, Sinusitis zu handeln, sondern irgendein Fremdkörper scheint da noch zu sein. Ein Tumor? Oder? Was da, es sieht nicht wie ein Tumor aus. Dafür ist das Material von der Kontrastgebung anders. Das kann durchaus dort eine Reizung erklären, eine Eiterung. Ich würde vorschlagen, dass wir diese entfernen. Das kann ich hier unten in der Notaufnahme nicht machen, dass wir ihn stationär aufnehmen in die Chirurgie und zusammen mit den HNO-Kollegen schauen, wie weit man das eventuell über die Nase mit so einem Endoskop erstmal sichten kann, was vorliegt, und dann darüber eventuell rausholen. Okay, das heißt, er bleibt hier. Genau. Doch wie sich herausstellt, ist der Fremdkörper in der Stirnhöhle zu groß, um ihn per Endoskopie zu entnehmen. Das Entfernen erfolgt am nächsten Tag unter Vollnarkose. Inzwischen ist der 39-Jährige wieder wach und Dr. Jochen Kleinroth kann seinem Patienten die schier unglaubliche Entdeckung zeigen. Alles gut überstanden? Ja. Wie geht's? Operation? Ja. Geklappt. Wir haben es ja in der Notaufnahme gesehen. Hat sich bestätigt, wie gesagt, dass wir eine Nebenhöhlenentzündung haben, die durch einen Fremdkörper ausgelöst war. Den konnten wir, haben sie ja mitgekriegt, mittels Operation jetzt bergen. Es ging nicht, dass wir den über ein Endoskop, weil es etwas Größeres war, über die Nase machen konnten. Deswegen haben sie auch den schicken Verband. Und dann gab es doch ein großes Aha, als wir im Operationssaal waren. Das haben wir auch mitgebracht und waren doch überrascht, was wir da gefunden hatten. War nämlich ein größeres Objekt. Was ist das? Genau. Und zwar scheint es sich um eine Kakerlake zu handeln, die sie in der Stirnhöhle hatten. Was wir häufiger sehen, auch was ich in der Notaufnahme schon hatte, sind kleinere Insekten in anderen Körperöffnungen, beispielsweise jetzt im äußeren Gehörgang, die man dann in der Regel ohne Probleme, wenn man das Problem, die Situation erkannt hat, dann bergen kann. Jetzt bis in die Stirnhöhlen, Nebenhöhlen, das ist mir selbst auch noch nicht untergekommen. Wie jetzt diese in die Stirnhöhle gekommen ist, gab es auch schon mal einen Fallbericht, aber jetzt, das war eher im indischen Bereich. Vermutlich hat er als sie noch kleiner waren, ein Viech dann ist reingekommen oder hat Eier gelegt, aber wollen gar nicht so genau wissen, die ist dann halt dann angewachsen. War eine große Ausnahme, das wird, ging auf jeden Fall rum. Bleiben denn da jetzt irgendwelche, ich weiß nicht, liegt so ein Ding Eier, haben Sie jetzt da? Nein, also da ist alles gereinigt. Das Problem ist auf die Stirnhöhle begrenzt. Die wurde soweit gut ausgespült. Da ist nichts zu befürchten. Er hat sicherheitshalber noch ein Antibiotikum über einige Tage. Bleibt jetzt noch bis zum Wochenende auf jeden Fall stationär. Aber von der Seite her hat er nichts zu befürchten. Auch von der Verletzung, wie gesagt, die Platzwunde haben wir ja dann zugenäht in einem Aufwasch. Von daher
ist jetzt nichts Medizinisches, was noch anliegt. Aber das Umfeld muss natürlich geklärt werden. Und wenn du dir jetzt helfen lässt, dann kriegen wir das auch wieder in den Griff. Werde ich. Komm. Passen. Diese kuriose Situation ist sicherlich weitgehend einmalig. Dennoch spielt das Umfeld mit dem verwahrlosten Wohnungsbereich definitiv eine Rolle. Das sollte man auf jeden Fall klären, meiden, denn das kann auch Herd für andere Erkrankungen und Probleme darstellen. Tatsächlich hatte der Patient seit dem Entfernen der Kakerlake aus seiner Stirnhöhle keine Schmerzen mehr. Mithilfe seiner Schwester und einer Therapie bekommt er sein Leben wieder in den Griff.